großen Schwurgerichtssaal zu Nürnberg begann genau ein Jahr nach der Eröffnung des ersten großen Kriegsverbrecherprozesses die erste Verhandlung gegen 23 führende nationalsozialistische Ärzte. Das Militärtribunal besteht aus 4 amerikanischen Richtern. Den Vorsitz führt Oberrichter Biels. Zahlreiche deutsche Zuhörer waren zu der Verhandlung zugelassen. Der erste Tag war der Verlesung der Anklageschrift vorbehalten. Sie erfolgte durch den amerikanischen Hauptankläger General Telford Taylor. Karl Brandt, Siegfried Handlose, Paul Rostock, Oscar Schroeder, Karl Jensken. Die Anklageschrift enthält 3 Gruppen von Verbrechen: gemeinsame Verschwörung, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zu den in der Anklageschrift aufgeführten Delikten zählen zahllose Morde und Grausamkeiten in Konzentrationslagern, Krankenhäusern und Versuchsanstalten, sowie unmenschliche medizinische Experimente, begangen an hilflosen Männern und Frauen. Jeder Angeklagte wird von Oberrichter Biels einzeln aufgerufen und gefragt, ob er sich schuldig oder nicht schuldig erklärt. Karl Brandt, der frühere Leibarzt Adolf Hitlers, Generalleutnant der Waffen-SS und Reichskommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen. Against you. Guilty or not guilty? Nicht schuldig. Der zweite Hauptangeklagte ist Siegfried Handloser, früherer Generaloberstabsarzt und Chef des Wehrmachtsanitätswesens. Alle 23 Angeklagten bezeichneten sich als nicht schuldig. Die einzige Frau unter den Angeklagten, Hertha Oberhauser, früher Ärztin im Frauen-KZ Ravensbrück. Nachdem alle Angeklagten ihre Erklärung abgegeben hatten, vertagte sich das Gericht für 2 Wochen.